Seitdem ich den Ableton Move im Studio habe, ist vieles anders geworden. Es gibt verschiedene versteckte Funktionen, die mir nicht sofort aufgefallen sind. Und genau diese Dinge schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Wenn du heute die Shift-Funktion drückst, dann hast du genau 8 Funktionen im Moment. Diese Funktionen hier, alle, die sind im Moment noch nicht mit einem Licht belegt. Die haben aber versteckte Icons und diese habe ich dir mal eingeblendet. Es ist also anzunehmen, dass Ableton diese Funktionen noch nachliefern wird und mit Funktionen bestücken wird. Ich habe hier einen Song auf der Startseite und kann den mal kurz anspielen. Ich gehe in den Song rein. Wenn ich jetzt einen Drum-Edit machen möchte, dann kann ich meinen Drum-Loop spielen. Und jedes Mal, wenn ich eine Taste anfasse, dann wird die auch gespielt. Also ich kann nicht ganz einfach etwas vorhören oder so. Das kann ich aber mit der Shift-Taste tun. Jedes Mal, wenn ich nämlich Shift drücke, dann wird nämlich dieser Sound dann nicht gespielt, sondern nur angewählt. Das Capture-Feature ist wirklich sehr gut, aber es hat auch einige Limitationen. Oft passiert es mir, dass ich etwas vorspiele und ein bisschen ausprobiere und erst dann fange ich an zu spielen und dann drücke ich Capture. Das Problem daran ist, dass es einen riesenlangen Clip gibt und da habe ich am Anfang einfach viel Mist, den ich eben nicht brauche. Das kannst du jetzt vermeiden, indem du einfach Shift Capture drückst. Ich zeige es dir mal. Das ist also das Zeug, was ich nicht haben möchte. Dann Shift Capture, Capture Input Cleared. Und jetzt kannst du ein ganz normales Capture machen, welches dann an die richtige Stelle geschoben wird. Jetzt zu den erweiternden Funktionen von Loop. Ich habe hier einen Bass, die anderen Spuren habe ich mit Mute stumm geschaltet. Ich höre mir den mal an. Okay, am Schluss habe ich eine kleine Änderung. Jetzt, wenn ich auf Loop gehe, dann sehe ich genau diese 4 Loops. Da kann ich jetzt zum Beispiel den Anfang und das Ende separat setzen. Also den Anfang und das Ende. Und dann habe ich nur noch diese beiden. Du siehst also hier auch Looplänge 2 Bars. Ich konnte also das genau eingrenzen. Oder sogar zweimal drücken. Und jetzt habe ich nur noch diesen letzten. Also dieses Feature war mir überhaupt nicht klar von Beginn weg und ich bin froh, dass ich das also gefunden habe. Ich gehe hier auf Copy und kann ich den da dahin kopieren und den da nochmal da, den da nochmal da, den da nochmal da und dann habe ich 4 Loops und diese sind alle quasi dasselbe wie dieser letzte Loop. Man kann diese Loops also auch copy-pasten. Dann gibt es einen versteckten Shift-Befehl für die Start-Taste. Wenn du auf Shift drückst und dann die Start-Taste drückst, dann wird es jedes Mal getriggert, wenn du Play drückst. Ganz im Gegensatz dazu, wenn du einfach so Start drückst. Dann wird einfach Start und Stopp gewechselt. Ein sehr cooles Feature von Ableton Move ist ja seine Cloud-Tauglichkeit, dass du deine Sets in der Ableton Cloud synchronisieren kannst, zum Beispiel zum Note auf dem iPhone. Das funktioniert, aber wenn du mit Ableton Move arbeitest, dann wird es so aussehen wie bei mir, dass du da ein paar Songs hast, da ein paar Songs, da ein paar Songs. Aber welche Sets sind denn tatsächlich jetzt auf der Cloud? Ich habe hier 4 von meinen Sets oben quasi auf der Cloud. Da habe ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf meinem Move. Die einfachste Variante, die ich gefunden habe, ist, ich kopiere mir jeweils diese Sets, welche quasi auf der Cloud sind, in die unterste Reihe hier. Diese 8 da, die sind hochgeladen in Ableton Cloud. Ich mache das jetzt mal. Ich werde das da von hier darunter kopieren und von hier darunter kopieren und lösche die beiden und dann habe ich die nicht mehr. Jetzt kann ich mit der Shift-Taste da drauf drücken und sagen Upload to Cloud. Wird das hochgeladen und auch bei dem da kann ich dasselbe machen, Upload to Cloud. Und du wirst sehen, dass die beiden jetzt hier bei meinem Ableton Note auch auftauchen. Die werden jetzt den Namen Copy erhalten, das kann ich aber einfach ändern, indem ich hier auf Umbenennen gehe und dann kann ich hier einfach sagen, nicht mehr Copy, sondern ganz normal wieder umbenannt. Dann wird auch auf meinem Move
dann Current Set Updated from Cloud angezeigt, weil ich den Namen geändert habe. Und so habe ich die Garantie, dass immer die untersten 8 hochgeladen sind. Mehr als 8 geht nicht. Ableton hat sogar diese Funktionalität aufgebohrt, weil bei Ableton Note war es so, dass du nur 5 Songs hochladen konntest und jetzt kannst du 8. Hast du übrigens gewusst, dass das Move-Team bei Ableton aus 8 Leuten besteht? Und dieses Team steht auch in engem Kontakt mit den anderen Abteilungen, dass sie quasi die Features immer zeitgleich und konzertiert dann rausschicken können, wenn ein Team quasi wieder eine Neuigkeit rausbringt. Dann ein weiteres ziemlich unbekanntes Ding ist die Plattform, auf welche es läuft. Raspberry Pi ist eine langanhaltende Plattform, die es schon ewig gibt und die es auch ewig geben wird. Ableton Push 3 hatte leider ja das Problem, dass die Komponenten oder die Firma quasi, die das gemacht hat, aufgekauft wurde. Da ist jetzt ein bisschen die Zukunft unsicher. Move wird das nicht passieren, da ist die Zukunft gesichert. Ich habe auch einen kleinen Einblick für dich, dass du da mal sehen kannst, was da drin verbaut ist. Das sind also die Komponenten, so sieht das aus, wenn man das öffnet und aufmacht. Sicher mal spannend, das einfach mal von innen zu sehen. Und auch cool, dass hier auf eine zukunftsgerichtete Plattform gesetzt wurde, die nicht so schnell vom Markt verschwinden wird. Die School of Sound gibt es wirklich. Du kannst Online-Kurse und Masterclasses, Classroom-Kurse und Einzelstunden besuchen. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Link in der Beschreibung. Ein weiterer interessanter Punkt sind die Instrumente und Effekte, welche überhaupt Move-kompatibel sind. Ich habe mich hier mal schlau gemacht. Also die Instrumente, das sind Drift, Drum Rack, Simpler und Wavetable. Die Move-Effekte, welche verfügbar sind, das ist Channel EQ, Chorus, Compressor, Delay, Phase Flanger, Redux, Reverb und Saturator. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass eben die anderen nicht verwendet werden können. Wie findet man dies denn überhaupt raus, was da alles Verwendung finden kann? Du gehst da am besten auf Cloud, dann nimmst du dir ein solches Set, doppelklickst es, weil diese .abl-Files, die kann man natürlich auch im Ableton dann öffnen, wenn sie Cloud-synchronisiert sind, und dann kannst du da ganz einfach durchsteppen und schauen, was hier verwendet wird. Also zum Beispiel hier ist das brandneue Drum-Sampler-Instrument verwendet, welches da auf jedem dieser Drum-Rack-Slots sitzt. Eine weitere Frage, die oft kommt, ist, wie man denn diese Ableton Move-Lektionen auf Melodix freischaltet. Und das ist ganz einfach. Du gehst auf die URL, die ich dir unten in der Beschreibung eingetippt habe, und gehst da auf Unlock Your Content, machst dein Konto, falls du noch keins hast, und gibst dann den Promocode Ableton-Move ein. Dann Create Account, oder wenn du schon einen hast, dann einfach nur diesen Code eingeben und schon hast du Access auf diese exklusiven Contents für Ableton Move. Eine weitere versteckte Funktion ist, dass du in Ableton auf dem Desktop ein Preset machen kannst, welches du dann auf dem Move auch öffnen kannst. Dazu müssen wir zuerst ein Options-Text-File generieren. Das findest du hier in dieser Knowledge Base auf Ableton, wie das geht. Wir müssen, wenn ich da auf Mac gehe, jetzt in den richtigen Pfad reingehen, unter Users, dann dein Username, dann Library Preferences und dann die Ableton-Version. Sobald du diesen Pfad dann gefunden hast, hast du dieses Options-Text-File. Vielleicht musst du es generieren und dann fügst du das da ein, also Feature Export Presets to Ableton. Wenn du das gemacht hast, musst du dann neu starten, also dein Ableton live kurz runterfahren und wieder hochfahren. Wenn du da an deinem Rack oder irgendwas herumgeschraubt hast und das als Preset sichern möchtest, dann gehst du einfach hier auf Rechtsklick und dann gehst du auf als Move Note Preset exportieren. So, jetzt muss ich das irgendwie benennen. Ich nenne das jetzt Cheetah Kit 123 und lege es auf den Desktop ab. Und das ist jetzt mein Preset. Und jetzt gehst du in deinem Move Manager, den du übrigens unter move.local findest, auf Presets und sagst Hochladen. Dann suchst du dir deine Datei aus und sagst Open und dann lädst es das auch hoch. Und das Preset findest du jetzt unter User Presets, zu unterst unter Cheetah 123. Auch komplett unbekannt ist folgendes Feature, dass Capturing in 3 Varianten möglich ist. Ich gehe da mal auf mein Move und spiele mal was. Drücke auf Capture. Und jetzt habe ich diese 3 Varianten hier zur Verfügung, indem ich das Rad drehe.
Ableton analysiert also das File und schlägt mir vor, dass es jetzt in 96 BPM, in 122 oder in 133,5 das Ganze capturen könnte. Und dann kann ich das entsprechend anpassen. Das sind also Varianten, die es mir vorschlägt. Okay, das war's. Ich habe euch jetzt also gezeigt, was es an versteckten Features gibt, die du vielleicht noch nicht gekannt hast. Und im nächsten Video schauen wir uns an, welche Features von Ableton Move noch gewünscht werden. Ja.